Ist Peter Kurt der richtige Mann für Köln? Rund 60 Kölnerinnen und Kölner wollen es am Mittwoch genauer wissen. Wegen großer Nachfrage musste ein Doppeldeckerbus beordert werden. Vielleicht liegt es daran, dass vielen Kölnern der gebürtige Siegburger, der seine politische Karriere bisher in Berlin bestritten hat, nur von den schwarz-weißen Wahlplakaten bekannt ist. Es ist ja auch der ein oder anderen Zeitung aufgefallen, dass wir in diesem Jahr sehr wenig plakatiert haben. Die einzelnen Stationen, von Kurt selbst ausgewählt, sind überwiegend von stadtplanerischem Interesse. Vom Rathausplatz geht es über Domplatte, Rheinauhafen, möglichen Fachhochschulstandort und Großmarkt bis hin zur Oper. Ich glaube, wir müssen die Plätze wieder mehr als die Visitenkarten auch verstehen unserer Stadt und wir müssen sie entsprechend pflegen. Und natürlich ist es so, dass Brunnen, wenn es sie schon gibt, fließen müssen. Ein Brunnen, der nicht fließt, ist das Letzte, was man sich für eine innerstädtische Atmosphäre vorstellen kann. Bei vielen Projekten gibt er sich offen. Die Bebauung des Rathausplatzes sollte von den Bürgern direkt entschieden werden, plädiert Kurt. Für den Neubau der Oper soll dieser demokratische Geist auch gleich vor Ort getestet werden. Und für Sanierung? Nee. Kurt setzt allerdings klare Prioritäten. Wenn es um Oper und Schauspielhaus geht, dann sind die Gebäudefragen nicht die allerwichtigsten, sondern das Wichtigste ist immer noch, was wird da eigentlich künstlerisch, qualitativ geboten. Das muss im Vordergrund stehen und nicht die bloße Frage des Gebäudes. Künstlerisch interessiert zeigt sich Kurt auch beim Besuch des Cloud-Geländes in Köln-Nippes. Für einige Kölner Plätze hat der Kandidat jedoch genaue Vorstellungen. So für den Nord-Süd-Bahnbau an der Rheinuferstraße. Wir wollen grundsätzlich eine Tunnellösung jetzt mal realisieren, vorausgesetzt, es gelingt, auch Bundes- und Landesmittel hier zu mobilisieren. Alleine wird die Stadt das nicht bezahlen können, aber wenn wir Unterstützung vom Land und vom Bund bekommen, dann können wir das machen. Zwischendurch gibt es aber auch Gelegenheit, Fragen nach der Bekämpfung von Taubenkot in der Innenstadt oder nach Kurz persönlichen Lieblingsplätzen in der Stadt zu stellen. Laufen tue ich tatsächlich am liebsten am Rhein. Im Moment zu wenig, aber am Fluss zu laufen ist was wirklich Schönes. Und das hoffe ich in den nächsten Wochen auch trotz Wahlkampf noch ab und zu mal machen zu können. Ich finde, man kann in Teilen der Innenstadt ausgezeichnet einkaufen. Und es gibt unglaublich viele toller kleiner Kneipen, Restaurants, Gaststätten, ganz gemütliche hier in der Südstadt am Ubierring, Höhen beispielsweise, ist sehr schön. Am Freitag wird KSDA-TV den Oberbürgermeisterkandidaten von SPD und Grünen, Jürgen Rothers, auf seiner Stadtrundfahrt durch Köln begleiten.